Arbeit, check. Einkauf, check. Tiere versorgen, check. E-Mails, check. Tamagotchis am Leben halten, check. Aber irgendwas fehlt noch. Hallo Freunde der rasanten Klemmbaustein-Zweisamkeit. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Stefan und ich habe hier aus der LEGO Speed Champions Reihe die 76904, den, ich muss es ablesen, Mopar Dodge SRT Top Fuel Dragster und den 1970 Dodge Challenger TA. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür diese Bezeichnungen stehen, aber es klingt super wichtig. Und der ganze Kram ist noch original verpackt, lagert hier schon ein bisschen länger, aber ich dachte, es ist eine schöne Gelegenheit, mal einen aufzubauen. Wie Stefan, einen aufbauen? Das ist ein Doppelpack. Richtig, ich mache entspannten Zweiteiler draus. Das heißt, es wird zwei Videos zu diesem Set geben, denn zwei Fahrzeuge am Stück bauen ist bei meiner Geschwindigkeit ein Spielfilm. Und so ein Aufbau selbst dauert schon relativ lange, wenn es ein Auto ist. Und von daher, habt bitte Geduld mit mir, es kommt ein Teil 2. Nebenbei 627 Teile, zwei Minifiguren, beide exklusiv in diesem Set. 60 Euro Listenpreis habe ich laut Brickmerch gesehen. Krass. Das Ding ist seit Dezember 2022 nicht mehr am Markt, hat End of Life erreicht, also nicht mehr bei LEGO verfügbar. Trotzdem ist es immer noch günstiger zu haben als zur UVP, wenn man schaut. Ich habe bei Amazon zum Beispiel mal geguckt, im Marketplace gibt es das Ding momentan für 46 Euro. Und von daher dachte ich, nicht so schlimm. Oh, ich sehe schon Stickerbogen. Und noch ein Stickerbogen. Das wird Spaß machen. Speed Champions typisch natürlich Sticker. Und ich schätze mal, wir brauchen die Tüten 1 und 2. Und natürlich geht es los mit dem stickerlastigeren Fahrzeug, nämlich mit diesem Dragster. Das Fahrzeug ist übrigens eigentlich der Grund, warum ich das Ding nicht haben wollte, aber die andere Karre gefiel mir ganz gut. Und vielleicht überrascht mich ja der Dragster auch, wer weiß. Solltet ihr noch nie oder solltest du, Singular, noch nie einem Aufbau von mir beigewohnt haben, schon mal ein Wort der Warnung. Ich werde jetzt den Aufbau 1:1 durchziehen. Das heißt, hier gibt es kein Speedbild, keine Zeitrafferaufnahme oder so. Nö, ich ziehe jetzt das wirklich, ich ziehe es eiskalt durch. Ich baue das Fahrzeug jetzt ganz tiefenentspannt vor mich hin und werde dabei quatschen. Und was ich so erzähle, wird überhaupt nichts mit dem Auto zu tun haben. Das heißt, wenn du den Aufbau nicht sehen möchtest, kein Problem, ich werde einen Timestamp setzen und dann kann man ganz entspannt nach hinten durchskippen zum Fazit. Ihr seid aber natürlich trotzdem alle herzlichst eingeladen, mir zu lauschen. Vielleicht macht ihr nebenbei irgendwas anderes. Ich werte das auch eher als so eine Art Podcast-Gelegenheit. Ne? Schön Abwasch machen, ein bisschen bügeln, was malen, wer weiß, Teile sortieren, auch immer ein beliebtes Hobby unter allen Klemmbaustein-Enthusiasten. Macht was. Die Figur finde ich schon mal großartig. Wir haben einen Beinprint, wir haben eine Frisur, wir haben zusätzlich das Helmchen. Damit holen sie mich schon mal ab. Alles richtig gemacht. Das ist super. Die Fahrerin ist cool. Ja, zeige ich euch nachher im Detail. Die geht erstmal zur Seite. Das Thema, was ich mir heute überlegt habe, ist tatsächlich auch ein bisschen ernsthafter. Wer hätte es gedacht? Muss auch mal wieder sein. Und zwar habe ich da so die Tage drüber nachgedacht. Ich habe einen uralten Freund noch aus der Kindheit und aus der Jugend. Und der ist, glaube ich, in den tiefsten Kaninchenbau gestürzt, was man so zum Thema Verschwörungstheorien abgreifen kann. Und das schon weit vor Corona. Und wenn ihr jetzt denkt, Chemtrails und solche Geschichten, das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Wir reden hier über Echsenmenschen und Rachegöttinnen. Und so wirklich starker Tobak mit Beobachtung durch den Geheimdienst, der unterliegt und Nachbarn, die dann eigentlich keine Nachbarn sind, sondern eben Agenten und so weiter. Und schon krass Verschwörungstheorie. Da kommen auch sehr, sehr interessante Perlen zutage, wie zum Beispiel, wenn die Schwangere Milch trinkt oder wenn man während der Schwangerschaft Sojamilch trinkt, ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass es sich dann um ein homosexuelles Kind handeln wird. So auf der Schiene. Also kannst du dir nicht ausdenken, so krass. Und Problem ist, ich kann nichts tun.
Das ist so ein bisschen schade. Ich kann da nicht irgendwie drauf einwirken und habe jetzt schon einen Fehler gemacht? Wieso habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht? Tatsache, das sollte andersrum. So rum wird ein Schuh draus. So. Ich bin viel zu weit weg. Ich hab keinerlei Einfluss. Ich kann nichts tun. Aber ich glaube sowieso, dass selbst wenn ich vor Ort wäre und Zeit investieren könnte, man kommt ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr ran. So. Da wird ja auch gerne, wenn man in diesen, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, ideologischen Sphären unterwegs ist und diese ganzen Inhalte suchtet, die es auf dem Markt oder im Internet frei verfügbar gibt oder halt in Form von kaufbaren Büchern auch noch Geld dann rausgeschlagen wird aus diesen Absurditäten. Da gibt es dann ja auch immer schöne Abwehrmechanismen, mit denen man sich selber erklären kann, warum das alles richtig ist, was man glaubt und dass alle anderen, die das nicht glauben, einfach keinerlei Ahnung haben. Und das muss ja dann stimmen, ne? Und das ist halt mitunter sehr, sehr, sehr schwierig, von außen zuzuschauen. Ach, das mache ich viermal. Okay, gut. Ohne einen Einfluss zu haben. Und meine Strategie ist dann immer in Gesprächen, wenn das mal passiert, alle paar Jahre, einfach nur zuzuhören oder hier und da mal eine Frage zu stellen, aber um Gottes Willen nicht zu werten, weil das bringt eh nichts. Das würde diesen Rest Freundschaft halt nur dann irgendwie kaputt machen. Und da ist dann auch niemandem mitgeholfen. Und ich wünschte, da wäre jemand im Umfeld, der irgendwas tun könnte, der da Einfluss drauf nehmen könnte, aber ist halt nicht. Und dann sehe ich halt, was sonst so noch auf dem Markt grassiert. Manchmal kriegt man das ja so mit über soziale Medien, was für irrsinnige Annahmen so im Raum stehen. Wie zum Beispiel eine Perle, die mir auch noch nicht bewusst war, dass Barcodes irgendwelche Strahlungen enthalten und dann kann man im Internet irgendwelche teuren Geräte kaufen, die dann die Strahlung aus den Barcodes nehmen. Also Strichcodes, ne? So Ware, damit sie an der Kasse eingepiepst werden kann. Dieser Strichcode, der gelesen wird, der ist scheinbar sehr, sehr, sehr gefährlich. Da schlummern böse, böse Dinge drin. Ich hatte keine Ahnung. Und es ist natürlich einerseits sehr, sehr leicht, sich über solche Menschen lustig zu machen. Ich meine, das bietet halt von vornherein einfach köstliches Angriffspotenzial, weil man ist dann auch schnell damit zu urteilen und zu sagen, boah, was bist du denn für ein Idiot, wenn du an sowas glaubst. Aber meine Erfahrung zeigt, man muss nicht zwingend ein Idiot sein, um an diesen Punkt zu kommen. Und selbst mit Menschen mit einem höheren Bildungsniveau können durchaus Gefahr laufen, im Kleinen geht es ja schon los mit echtheitszertifizierten Heilsteinen, daran zu glauben. Gibt's ja. Oder auch, habe ich letztens in der Statistik gelesen, dass irgendwie über 50% der Amerikaner, ich weiß nicht, wie viele es hier sind, ich habe keine statistische Erhebung gefunden auf die Schnelle, aber über 50% der Amerikaner und vorwiegend natürlich Republikaner, wieso sagst du das so, Stefan? Aber vorwiegend Republikaner glauben an die Existenz von Geistern. Die glauben da wirklich dran. Und ich bin halt eher so ein wissenschaftsbasierter Typ und kann mir das nicht so recht erklären, wie man zu so einer Schlussfolgerung kommt. Also ich kann mir das erklären, wenn man, weiß ich nicht, in früheren Jahrhunderten gelebt hat, wo eben noch nicht alles erklärbar war. So, willst du es ja irgendwie erklären und dann kannst du dir das wunderbar über entweder Götter oder eben Geister oder so versuchen zurechtzulegen, wie es gerade passt. Aber da wir ja nun mal die Wissenschaft haben, die sich zugegebenermaßen ja auch immer wieder irrt, Wissenschaft bedeutet ja nichts anderes, als ständig zu hinterfragen, was man glaubt zu wissen. Das ist ein cooles Konzept. So, aber wenn unabhängig voneinander viele, viele, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu dem gleichen Konsens kommen, aufgrund von Ergebnissen aus wiederholbaren oder nachvollziehbaren Testreihen, dann darf man schon annehmen, dass da ein gewisser Zusammenhang entsteht oder besteht. Und ich finde, Wissenschaft ist eine feine Sache. Das ist cool. Also in meiner Welt. Und da passt halt irgendwie der Glaube an Geister nicht so richtig dran. Und das sind dann so Punkte, wo ich dann auch irgendwie Angst davor hätte. Ich mache jetzt schon Mist, wirklich.
Nee, mache ich nicht. Nee, 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 nee. Das war die eine Seite, jetzt mache ich die andere Seite. Alles fein, ich bin noch voll dabei. Voll dabei. Ich habe mich nur ein bisschen in der Anleitung geirrt. Das ist alles wunderbar. Das ist auch toll ausgerechnet, bei diesem Themenpunkt jetzt kleben zu müssen, weil ich muss mich gleichzeitig darauf konzentrieren, was ich hier erzähle und darauf, was denn hier so in der Anleitung passiert. Und dass die Kleber dann auch noch einigermaßen gerade und blasenfrei auf den Teilen landen. Ja, no risk, no fun, wie man so schön sagt. Und bisher wegen mir können die Leute meinetwegen an Geister und Ouija-Boards und Satan und wie sie alle heißen glauben. Ist mir egal, privates Ding. Schwierig wird es für mich dann, wenn dann zum Beispiel wichtige politische Entscheidungen zu treffen sind. Und das wird dann von Menschen getroffen, die auch an Geister glauben. Weil dann ist das mit der Ratio halt nicht so wahnsinnig weit her. Und das ist mitunter schwierig. Das kann böse Stilblüten treiben. So. Keine Sorge, ich hab einen Grund, warum ich dieses Intro so lang mache zu dem Thema. Auf jeden Fall, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Kurz Moment den Faden verloren auf der Suche nach Teilen. Übrigens, ich trage diesen Pulli bewusst jetzt bei einem Aufbauvideo, denn Teilfindungsstörung ist tatsächlich eine meiner Macken. Ich kann mir stundenlang einen Wolf suchen nach dem einen Teil, was auch direkt vor meiner Nase liegt. Von daher ist es nicht gelogen, wenn ich sage, ich leide unter Teilfindungsstörung. Natürlich ein Sticker. Natürlich. Pack den Stickerbogen doch einfach gar nicht so weit weg. Du wirst es wieder brauchen. Die Nummer 23 und zwar mit lesbar nach vorne. Okay. Ach so, richtig. Ich glaube halt nicht, dass man irgendwie dumm oder ein Idiot sein muss, um solchen Theorien zu verfallen, weil manche Sachen klingen wirklich super schlüssig. Also nicht, wenn man das entsprechend hinterfragt und nach Begründungen für manche Dinge sucht, aber manche Dinge klingen erstmal schlüssig und die wollen wir glauben. Und dieser Irrglaube über Dinge zieht sich ja wie so ein roter Faden durch viele, viele Themen. Ich nehme jetzt zum Beispiel eins meiner Lieblingsthemen, Spinnen, wo dann irgendwie im Raum steht, in seinem Leben würde man im Schlaf so und so viele Spinnentiere essen. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? So, das ist zum Beispiel Verschwörungstheorie im Kleinen, denn das ist totaler Quatsch. Also in Form von völliger Humbug. 22. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal eine Spinne gehalten hat oder generell die Tiere mal beobachtet hat. Die stehen ja total auf Luftzug. Und wenn man zum Beispiel eine Spinne anpustet, ist sie sehr motiviert, sehr schnell das Weite zu suchen. Das ist einfach. Die haben Sensorik auf ihren Härchen überall und die finden so einen Luftzug, so einen spontanen, der nicht geplant ist, finden die mal absolut uncool. Das heißt, die Idee, dass eine Spinne überhaupt ansatzweise in die Nähe unserer Atmungsorgane freiwillig läuft, die ist bei null. Das passiert nicht. Das heißt, das ist einfach nur eine Geschichte, die man sich gerne erzählt, wenn man zum Beispiel auf einer Familienfeier zusammensitzt und hat keine Ahnung, worüber man reden soll, dann kommt jemand mit so einer Theorie daher, weil das hat man schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Ist aber Quatsch. Und solche Dinge ziehen sich, wie gesagt, wie so ein roter Faden durch unser Leben, dass da viele Behauptungen im Raum stehen, die wir einfach so übernehmen, ungefragt, nicht hinterfragt und auch gar nicht fact-checken in irgendeiner Form, sondern, ja, ja, das sagt man so, doch, doch, das klingt ja auch plausibel, klar, Spinnen fressen, klar, kein Problem. Mumpitz. So, aber das sind, wie gesagt, die kleinen Dinge, die tun nicht weh. Wenn man wirklich der irrsinnigen Annahme ist, man wird mit Barcodes verfolgt, dann ja, kann das schon andere Blüten treiben. Da müsste man dann vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem, passiert uns gefühlt allen. Ich habe mit Sicherheit auch schon Dinge in meinem Leben reproduziert, die sich im Nachhinein als völliger Blödsinn rausgestellt haben, weil mir das jemand erzählt hat. Ich traute der Quelle. Und dann habe ich das einfach wiedergegeben mit dem Ergebnis, dass ich da totalen Mumpitz erzähle. Das ist natürlich großartig, wenn du ein Publikum hast, was das nicht hinterfragt, dann ja, trägt sich dieser Nonsens weiter. Und ich glaube, so passiert das halt auch. Und wenn dann noch, weiß ich nicht, unterschiedliche Faktoren dazukommen, dass man mit seiner Situation unzufrieden ist und Dinge nicht so laufen, wie sie laufen
könnten und ne, jeder kann mal Pech haben im Leben und so. Also da kommen viele Faktoren zusammen, die dann dafür sorgen, dass man darin in solchen Theorien vielleicht auch einen gewissen Halt findet, weil man plötzlich Teil einer Gruppe ist, die an das Gleiche glauben. Und wenn man dann auch noch Teil einer elitären Gruppe ist, weil man gehört ja zu den Auserwählten, die wach sind und sich nicht alles erzählen lassen, dann sucht man natürlich auch weiterhin Bestärkung für diese Theorien, die man da am Start hat. Aber das heißt ja nicht deswegen, dass das richtig sein muss, sondern man bewegt sich nur innerhalb einer Bubble, die einem sagt, man hätte Recht und der Rest halt nicht. Das ist so ein Prinzip, mit dem zum Beispiel auch Kulte und Sekten wunderbar funktionieren. Den Leuten einfach erklären, wir sind die Elite, die es durchschaut hat, alle anderen haben keine Ahnung und wer was dagegen sagt, ist halt sowieso per se erstmal doof. Super, ein selbsterhaltendes System. Clever gemacht. Und ich glaube, dass es vielen Menschen gut tun würde, wenn sie einfach mal die Welt erleben könnten, um selber rausfinden zu können, dass das, woran sie da festhalten gedanklich, eigentlich gar nicht so richtig funktionieren kann. Denn diese ganzen Verschwörungstheorien, wie ich sie jetzt zum Beispiel von meinem alten Schuljugend-Kindheitsfreund irgendwie serviert bekomme, funktionieren nur innerhalb seines kleinen Bubble-Gerüsts, seines kleinen Erzählhorizonts, weil der halt auch nicht wirklich rauskommt. Der ist halt in seiner kleinen Enklave, wohnt ländlich, kein wirklich nennenswerter Freundeskreis, niemand, mit dem man sich großartig treffen würde. Jetzt drehe ich die ganze Chose um scheinbar, da muss ich drauf achten. Okay. Und es gibt dann halt auch relativ wenig Gegenwehr von der Familie oder so. Man akzeptiert das einfach. Ja, ja, lass ihn mal erzählen. Und das ist schlecht. Und in dem Moment, wo man vielleicht mal in die Welt hinausgeht, andere Städte, andere Länder besucht, andere Kulturen kennenlernt, dann wird man feststellen, dass das Leben weit komplexer ist und die Welt weit komplexer ist, als es irgendeine drollige Verschwörungstheorie überhaupt abbilden könnte. Weil diese Idee von der Elite, die alle steuert, das klingt immer gut, ne? Dann kann man schön Eigenverantwortung abgeben. Das ist ja auch ganz prima, weil dann ist man ja nicht selber schuld, wenn es bei einem nicht so gut läuft, sondern das hat ja die Elite entschieden und die sind so übermächtig, dass man da ja gar kein Mitspracherecht hat. Man muss sich dann ja seinem Schicksal fügen. Oder man tritt dem aktiven Widerstand bei gegen diese Elite und hat dann halt ein fiktives Feindbild, was es so nicht gibt. Aber ist okay, das kann man versuchen. Damit macht man sich's halt auch sehr, sehr leicht. Wobei man es eigentlich sehr, sehr schwer hat, wenn man da erstmal drin ist. Es ist ein interessantes Dilemma, was sich da ergibt. Ich baue hier übrigens eine lange Stange. Also der Dragster ist auf jeden Fall deutlich größer, als ich das von der Verpackung her vermutet hätte. Von daher, da bin ich schon mal positiv überrascht. Negativ überrascht werde ich sein, wenn ich versuche, das Ding irgendwo in einem Regal unterzubringen. Aber das sehe ich dann. Ich weiß auch noch gar nicht, ob der hübsch genug ist für ein Regal. Von daher, er ist ja noch nicht fertig. Und das war zum Beispiel diese Überlegung, dass das was mit dir macht, wenn du einfach mal rauskommst, mal anderen Wind um die Nase hast, andere Dinge kennenlernst. Das war so ein Punkt, wo ich dem 9-Euro-Ticket damals echt hinterher geweint habe, weil das natürlich für viele Menschen, die jetzt auch nicht in der Einkommensklasse oder Einkommenssituation sind, um sich ständiges Reisen leisten zu können, das hat denen ermöglicht, einfach mal rauszukommen. Manchmal reicht es schon, eine andere Stadt zu sehen. Das ist halt ein komplett anderes Freiheitsgefühl, wenn du einfach weißt, du kannst jederzeit mal da raus und kannst... Gut. Ich bin noch richtig. Ich war gerade irritiert, weil Lego das komisch abgebildet hat. Ja. Entschuldigt. Manchmal muss ich mich ein bisschen konzentrieren.
Und das war super. Und das macht was mit den Leuten, weil ich glaube, das ist ein Stück weit auch wichtig für unsere mentale Gesundheit. Gar nicht so sehr dieses, also ich war nie einer, der dem unterlegen ist, dass man jedes Jahr irgendwie in Urlaub fliegen müsste und ich muss jetzt irgendwie zwingend in ein anderes Land, um in einem Pool zu liegen. Das ist nicht meins. Das habe ich nie so richtig verstanden, weil ich dann dachte, ja, aber dafür hast du ja auch ein Freibad zu Hause. Ob da jetzt eine Palme steht oder eine Eiche, ist mir persönlich ja völlig wurscht, aber dann kannst du schwimmen gehen und hast Sonnenschein im Sommer. Das passt schon. Nur weil ich nicht Zielgruppe bin, heißt das nicht, dass ich das in irgendeiner Art und Weise verteufel. Aber das war halt nie meine Art von Urlaub. Und ich finde das auch, für mich ist es nicht zwingend notwendig. Aber generell mal rauskommen und auch andere Menschen kennenlernen. Und das ist, finde ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Andere Sichtweisen, andere Erfahrungen. Man kann ja sowieso immer nur aus dem Schatz der eigenen Erfahrungen heraus argumentieren, operieren, und das ist unglaublich bereichernd, wenn man mal auf Menschen trifft, die einfach einen komplett anderen Werdegang haben, die eine andere Sicht auf Dinge entwickelt haben und die das dann vielleicht auch plausibel kommunizieren können. Das finde ich total spannend, weil darüber zum Beispiel reflektiert man dann ja auch wieder über die eigene Sichtweise, die eigene Weltsicht generell und hinterfragt vielleicht, Mensch, lieg ich da richtig oder gibt es da eventuell Punkte, über die ich vielleicht doch nochmal innehalten sollte in irgendeiner Form, keine Ahnung. Ach, der kommt jetzt da drauf. Okay. Ich glaube, ich habe das bis hierhin richtig gemacht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil dieses Thema ist nicht leicht. Und jeder ist herzlich eingeladen, mal zu versuchen, so ein Aufbauvideo zu drehen und nebenbei zu. Nein, keine Sorge, es ist selbstgemachtes Leid, was ich hier gerade durchlebe, aber das ist in Ordnung. So, du kommst so rum daran. Jetzt haben wir wieder das Thema mit dem räumlichen Denken. Ich hoffe, dass das passt. Ich hoffe inständigst, dass das passt. Wie, das mache ich nochmal? Aber das kann ich gar nicht nochmal machen, weil... Ach so, nee, mache ich auch nicht nochmal. Ah, gut. Entschuldigt, ich bin irritiert, weil ich dachte, ich mache auf beiden Seiten das Gleiche und dafür wäre ein Teil zu wenig da gewesen. Aber ich mache ja gar nicht auf beiden Seiten das Gleiche, sondern auf dieser Seite passiert was anderes. Zack, fertig. Und was soll ich sagen? Ich bin gleich mit der ersten Tüte durch. Das ist auch cool. Den da drauf... Das Ding da drauf und dann noch eine Fliese und diese zwei Plate Modified und dann gehen wir schon auf Beutel 2 über. Och, das war jetzt deutlich entspannter, als ich das erwartet habe. Cool. Noch bin ich guter Dinge. Ich hoffe, dass das im zweiten Bauabschnitt dann genauso weitergeht. Feine Sache. So, und jetzt soll ich nochmal kleben, sehe ich gerade. 8, 9, 18, 13 und 19. Alter Schwede. Let's go. Aber ihr kennt das vielleicht von euch selbst, ne? Man lernt mal neue Leute kennen irgendwo. Das kann ja auch irgendeine Veranstaltung sein. Und man hat dann vielleicht nicht das typische, ach, wie ist denn das Wetter heute, Gespräch, sondern man kommt vielleicht tatsächlich auf Themen, die einen bewegen und wo man der Überzeugung ist, dass man da richtig liegt. Und dann kriegt man plötzlich eine andere Sichtweise um die Ohren gehauen und die klingt dummerweise auch plausibel. Ich mag sowas. Ich mag das richtig gerne. Ich mag dieses Hinterfragen und Dazulernen. Ich finde, das sind die wertvollsten Gespräche mitunter. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich eine Freundschaft hier zu jemandem pflege, der eigentlich immer oder fast immer ganz andere Sichtweise auf die Dinge hat. Das ist ziemlich, ziemlich praktisch, wenn ich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ich überlege mir ein Projekt zum Beispiel und denke dann, ah, das ist bestimmt super, wenn das so und so läuft und ich habe eigentlich mental ist alles abgeschlossen. Aber das basiert dann halt nur auf meiner kleinen Sicht. Und dann trete ich gerne an ihn heran und sage, du, pass auf, ich habe mir Folgendes überlegt, was hältst du denn davon? Und dann kommt es nicht selten vor, dass es dann relativ kurze Zeit später heißt, hast du schon mal drüber nachgedacht, das? Und dann muss ich immer zugeben, dass ich das vielleicht nicht gemacht habe. Und das heißt nicht, dass das jemand ist, der irgendwas schlecht redet in irgendeiner Form, sondern ich kriege dann einfach nur Dinge zu bedenken, die ich dann vielleicht noch mit einfließen lassen kann, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Und das ist für solche Dinge natürlich super praktisch, weil mir dann halt quasi diese Sicht sonst fehlen würde. Aber das betrifft halt auch gesellschaftliche Themen, über die wir diskutieren. Und das sind zum Beispiel Themen, die ich
hier jetzt selten bis nie anspreche, weil wir wollen ja eine gute Zeit haben und Klemmbausteine sollen entspannen und wenn es dann zu gewichtig wird, ist das irgendwie nicht mehr ganz richtig. Zumal da draußen gibt es eine Menge Kanäle mit ganz, ganz tollen Menschen, die komplexe Sachverhalte auch wunderbar auf den Punkt bringen können. Und die sind da deutlich eloquenter und vor allem auch deutlich gebildeter als ich. Und denen überlasse ich allzu gern das Feld. Da muss ich mich nicht einklinken, weil ich glaube nicht, dass das, was ich beitragen könnte, auch bereichernd genug wäre, um das zu tun. Aber zumindest mache ich mir so meine Gedanken und so nutze ich dann halt auch mal so ein Aufbauvideo, um zumindest so ein bisschen euch an meinen Gedanken teilhaben zu lassen, sofern ihr denn wollt. Es kann natürlich, ich riskiere immer, wenn ich solche Themen anspreche, dass ihr mir in die Kommentarsektion schreibt, boah, red mal lieber nächstes Mal wieder über deine Lieblingsfilme, da habe ich mehr von. Mag sein, das ist okay. Auf der anderen Seite denke ich dann auch immer, ja, aber ist ja mein Kanal und wenn ich gerade Lust habe auf etwas Schwereres, dann mache ich das auch mal mit. Und ich denke immer, wenn ich nur einen erreiche, der vielleicht auch zum Beispiel in diesem Verschwörungstheorie-Sumpf drin hängt, wobei ich den natürlich verliere, wenn ich sowas sage wie Verschwörungstheorie-Sumpf, weil das ist ja das Weltbild. Das dürft ihr auch immer nicht unterschätzen. Ich habe ja versucht, an diese Person, über die ich gesprochen habe, ranzukommen. Aber überlegt mal, wie sich für euch anfühlen würde, wenn jemand von außen kommt und euer gesamtes Weltbild in Frage stellt. Da geht man natürlich sofort erstmal in eine Abwehrhaltung. Das kann gar nicht funktionieren. Und das ist auch, glaube ich, so der Grund, warum sich auf, gerade im Social-Media-Bereich, auf Social-Media-Plattformen wollte ich sagen, die Fronten sehr schnell verhärten, weil da prallen dann zwei Fraktionen aufeinander und jede Fraktion versucht der anderen zu vermitteln, dass das jeweilige Weltbild einfach falsch ist. So. Die, ich nenne sie jetzt mal Verschwörer, sagen dir, du bist ein Schlafschaf und musst gefälligst aufwachen, weil du weißt ja überhaupt nicht, wo der Hase langläuft. Du bist ja doof. So. Das heißt, das gesamte Weltbild der einen Fraktion wird in Frage gestellt, während die andere Fraktion sagt, hör mal, du bist auch nicht mehr ganz bei Trost, oder? Was du da glaubst, ist halt alles Käse und überhaupt nicht belegbar und völliger Quatsch. Und hier sind Quellen. Und dann, das ist ja auch immer schön in der Diskussion. Da wird dann gerne mit Quellen gearbeitet und mit tatsächlichen Argumenten wird hergeleitet, warum das alles Mumpitz ist, was man da sieht. Aber was halt gern vergessen wird, ist, dass eben die Seite, der man versucht, mit Argumenten zu kommen, diese Argumente ja bedeuten würden, wenn man die zuließe, dass das eigene Weltbild nicht funktioniert. Und wer möchte das? Wer möchte sein... Bestes Beispiel, Sektenaussteiger. Habe ich, glaube ich, schon mal in einem Aufbau erwähnt. Ich habe mich viel mit Scientology beschäftigt. Nicht, weil ich betroffen wäre, nicht, weil ich jemanden kenne, der da drin wäre oder war oder so. Nö. Einfach, ich finde es spannend, was eine Gruppe oder so ein Kult oder nennt es, wie ihr wollt, mit der menschlichen Psyche, mit Menschen überhaupt tun kann, wozu man Menschen treiben kann, wenn man in so einer Situation drin ist oder in so einer Organisation, wie auch immer. Oh, hier wird es kleinteiliger als beim letzten Mal. Das hier wird einen Moment länger dauern. So. Entschuldigt, ich bin mal wieder aus meinem Thema geschossen. Das ist immer ungünstig, Stefan. Bleib am Ball. Wo ist der 1x2? Da. Jetzt kommen wieder Sticker. Also diesen Speed Champion kann ich zwischendurch mal eben erwähnt, definitiv an Menschen rein gewissens empfehlen, die unfassbar gerne kleben. Also hier geht stickertechnisch echt die Post ab und wenn ihr zu denen gehört, die wirklich Freude dran haben, die Dinger aufzubringen, seid ihr hier aber goldest richtig. Das ist ein Traum. Für die Fraktion, die immer gerne schreit, Print, Print, ich brauche einen Print, die werden hier wenig Spaß haben. Aber zum Beispiel da gibt es auch gerne verhärtete Fronten. Schreib mal unter einem Klemmbaustein-Video, du findest Sticker gut. Da musst du nicht mal bis 3 zählen, bis der erste Hass auf dich einprügelt quasi. Das ist eine mutige Nummer. Was ja total idiotisch ist eigentlich, weil wir reden über Aufkleber. Das Ende der westlichen Welt, ich weiß, Aufkleber. Ich finde die auch nicht so super, aber es ist halt auch kein Grund für mich, irgendjemanden als für blöd abzuurteilen, nur weil mir jemand sagt, er mag gern Sticker. Ich hatte als Kind auch ein Panini-Album.
glaube ich. Bestimmt, ja doch. So, da habe ich gerne geklebt. Also von daher, bei manchen hält sich das. Ist doch cool. So, irgendwie bin ich bei Scientology gelandet. Ich weiß nicht beim besten Willen, warum das passiert ist, aber irgendwie bin ich da hingekommen. Und ich versuche jetzt mal eben kurz Revue passieren zu lassen, wie mir das denn wohl passiert ist. Ach so, das Weltbild, genau. Versucht mal jemanden aus so einer Sekte rauszuholen. Das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche wie diese Verschwörungstheorie-Geschichte. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum nicht Menschen, die professionell im Umgang mit Sekten sind, sich diesen Menschen annehmen. Weil da gibt es so krass eindeutige Parallelen. Warum wird da nicht eingegriffen in der Hinsicht? Weil das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Du steckst in diesem System drin, du hast dieses Weltbild entwickelt. Sei es, weil man es dir aufindoktriniert hat oder weil du es dir selber antrainieren wolltest. Auf jeden Fall warst du offen für den Kram und dann steckst du drin. Und du versuchst es mit allen Mitteln zu verteidigen. Logischerweise. Weil das ist das, woran du glaubst. Und Glaube ist echt eine mächtige Waffe. Das Ding, boah. Ich meine, nehmt mal fundamentalistische Christen zum Beispiel. Komm da mal ran. Da kannst du als Atheist aber Vorträge halten, bis der Arzt kommt. Das bringt dir gar nichts. Null. Und spätestens, wenn es das Killer-Argument ist, das ist ja aber auch eine persönliche Sache, ne? Dann hast du eh verloren. Also, nee. Und das wäre halt auch alles nicht so schlimm, wenn zum Beispiel sowas wie, ich bleibe jetzt mal bei den Fundamentalisten, wenn das nicht Menschenleben kosten könnte, wenn das nicht dafür sorgen würde, dass Menschen teilweise in den Suizid getrieben werden. Ich weiß, schwieriges Thema gerade. Tut mir auch leid, wenn ihr dadurch getriggert werdet. Das tut mir leid, vielleicht hätte ich einen Disclaimer setzen sollen. Ich wusste auch gar nicht, dass ich da hinkomme. Aber sowas kann Menschenleben kosten. Das ist vielen gar nicht so sehr bewusst. Ne? Das ist genauso wie der Hass, der manchmal im Netz verbreitet wird. Es reicht, wenn man einer labilen Person richtig vor den Kopf stößt. Und ich denke auch immer, behandelt die Leute online doch so, als würdet ihr mit euren besten Freunden reden. Dann ist die Welt insgesamt ein schönerer Ort, bin ich fest von überzeugt. Und klar kann man sich auch mal kabbeln, aber das macht man halt nur kabbelig und nicht so verbissen ernst. Ich habe echt noch eine Menge Kleinteile vor der Nase. Egal, wird gehen. Wo haben wir denn überhaupt da? Das Ding brauche ich und dann die Basis, wo das reinkommt. Alles Klärchen. Und das brauche ich zweimal, natürlich. Ich freue mich immer das Gleiche. Ich freue mich, so ein Teil gefunden zu haben und dann sagt mir die Anleitung so, dann mache ich es nochmal. Aber guter Dinge, funktioniert, habe ich. Boah, das Ding wird echt groß. Warum wird das so egal? Ich glaube auch auf der Verpackung, das muss ich mir gleich nochmal anschauen, wurde nicht angegeben, über wie viele Zentimeter Fahrzeug wir hier reden. Ich meine, ist klar, der ist dünn, ne? Dann muss der lang sein, aber wir sind hier schon bei einem Schlagwerkzeug. Also. So, jetzt haben wir zweimal die 4 zu verkleben. Leute, es sind nicht mehr viele Sticker übrig. Ich war echt fleißig. Das müsst ihr zugeben. Bei dem ganzen Gequatsche, was ich hier durchziehe, war ich trotzdem fleißig. Bin ein bisschen stolz gerade. So, nee, so ähnlich. Da ist unten. Für diejenigen, die zum ersten Mal einen Aufbau von mir sehen, ich suche immer nach Angusspunkten und versuche, die zu verstecken. Und wenn ich eine Fliese bekleben muss und ich weiß, dass die am unteren Teil des Fahrzeugs angebracht wird, guckt natürlich der Angusspunkt runter, weil man dreht das Fahrzeug selten um von unten zu schauen, wo sind denn die Angusspunkte. Ich finde Angusspunkte doof. Und wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die keine Ahnung haben, was ich gerade sage, weil sie nicht wissen, was ein Angusspunkt ist, lasst es so. Ihr kriegt sonst eine Meise beim Aufbauen. Ich kann die Dinger halt nicht mehr sehen und dementsprechend muss ich immer drauf achten. Das zieht so ein Aufbau dann auch mitunter unnötig in die Länge. Oder aber man sagt, der Aufbauspaß ist größer. Kann auch sein, weiß ich nicht. Hier, bedrucktes Cockpitdach. Cool oder cool? Ja, bin ich absolut bei euch. Richtig cool. Ich bin doch ein bisschen fasziniert. Na, ich hebe mir das fürs Fazit auf. Hebe ich mir. So.
Aber um zum Thema nochmal zurückzukommen, bei Sekten ist es ja im Endeffekt genau das Gleiche. Solange diese Menschen innerhalb dieser Bubble operieren, kriegt man die da auch nicht weg. Wenn die aber mal in die freie Welt hinaus könnten und Erfahrungen mit anderen austauschen, würden die zum Beispiel feststellen, dass eventuell ihr Weltbild doch jetzt nicht das Optimum ist und dass man das eventuell auch anders sehen könnte, wenn man denn wollte. Und das geht halt wirklich nur, wenn man rauskommt. Und darum, ich fand, dass das 9-Euro-Ticket, klar war es mit Sicherheit nervig für Menschen, die viel mit dem Zug unterwegs sind und plötzlich war ausgerechnet ihr Zug, den sie täglich zum Pendeln brauchen, dann voller als sonst. Und dass das nervt, kann ich absolut nachvollziehen, keine Frage. Aber so für den Freiheitsgedanken und vor allem für die mentale Gesundheit fand ich das Ding ziemlich cool. Und was ich so ein bisschen schade finde, ist das 49-Euro-Ticket, was wir jetzt ab Mai genießen, das nicht wirklich kompensieren kann, weil der Unterschied zwischen 9 und 49 Euro sind logischerweise 40 Euro und das kann sich nicht jeder Haushalt leisten. Das darf man nicht vergessen. Und das finde ich ärgerlich. Ich finde, wir waren da auf einem guten Weg und dann haben wir es irgendwie nicht zu Ende geführt. Ich muss gerade aufpassen, dass ich keine unflätige Sprache benutze, weil warum? Macht's ja nicht besser, jetzt unflätig mich zu äußern. Ihr wisst ja, wohin die Reise mental geht. Und das ist halt so das Ding, was ich, glaube ich, auch so als Tipp mit auf den Weg gebe bei dieser ganzen Nummer, die ich hier gerade vor mich hin erzähle. Versucht mal rauszukommen zwischendurch. Wenn ihr merkt, dass auch ihr irgendwie so ein bisschen eingefahren seid in dem, was euch so umgibt, was ihr so tut. So, ich kenne das. Ne? Man macht und tut den ganzen Tag und irgendwann merkt man, boah, ich trete gefühlt auf der Stelle. Und da ist es dann natürlich auch sehr leicht, irgendwie Frust zu entwickeln. Einfach mal raus. Einfach mal raus. Das macht was mit einem und das kann echt gut tun. Ist natürlich schöner, wenn man das mit Menschen teilen kann, die man vielleicht auch noch gern hat. Aber ich glaube, das kommt in vielerlei Hinsicht zu kurz. Und ich habe letztens erst einen Kommentar bei mir lesen dürfen, weil ich viel über meine geeky Hobbys spreche, so, wo viel Indoor passiert. Ne? Konsolen, Rollenspiele und Klemmbausteine und alles Mögliche, was drinnen ist. Man würde sich Sorgen machen über meinen Vitamin-D-Haushalt. Keine Sorgen, ich finde rausgehen super. Ich mag es draußen. Und wann immer ich die Gelegenheit habe und die Zeit es hergibt, gehe ich raus und schnappe frische Luft. Und ich gehe auch durchaus mal im Regen raus. Das ist mir egal. Es gibt Jacken und Schirme für sowas. Ja, wobei ich bin Brillenträger. Ich bin meistens bei einem Schirm. Nervt euch das auch so, wenn ihr eine Brille tragen müsst und es regnet? Das ist super. Ratzfatz bist du blind, wenn der Wind doof steht. Das macht keine Freude. Aber Regen wiederum ist ja auch gut. Ich höre jetzt auf. Jetzt komme ich in die wildesten Themengebiete. 6 Stück von den Dingern. Okay. Und wenn ihr vielleicht diesen berühmten Onkel habt, der euch auf einer Familienfeier auf den Keks geht mit seinen kruden Theorien. Ich weiß, das fällt schwer. Ich habe im Verwandtenkreis, ich sage jetzt nicht in welcher Form, weil hinterher guckt da jemand zu und dann muss ich mich nachher erklären oder jemand ist unglaublich böse mit mir. Von daher halte ich es sehr, sehr, sehr anonym und sehr vage. Aber ich werde auch von familiärer Seite mitunter mit den wildesten Dingen konfrontiert, wo es mir sehr schwer fällt, mich nicht zu äußern, mir auf die Lippen zu beißen. Und manchmal klappt das auch nicht. Ich zitiere Ernie aus Stromberg, ich bin auch nur aus Mensch. Ich liebe diesen Spruch. Und ich kenne auch meine Grenzen. Und wenn es zu viel ist, dann muss ich irgendwann was sagen und muss hinterfragen, sag mal, hast du die Pfanne heiß? Und das tut mir dann vielleicht sogar ein bisschen leid. Nee, meistens nicht. Sei ehrlich, Stefan, meistens tut es dir nicht leid. Es tut halt weh, wenn es Menschen sind, die mir was wert sind, weil sie einen zum Beispiel schon das ganze Leben begleiten und dann merkt man, wie diese Person tickt, ist man auch vielleicht erstmal enttäuscht. Zum einen, weil es halt nicht dem eigenen Weltbild entspricht, zum anderen, weil es halt Dinge sind, die andere Menschen verletzen können, wenn die das mitbekommen. Und ich finde, ich finde es immer so leicht, Menschen zu verletzen aus einer Gruppierung zum Beispiel, mit denen man gar keine persönlichen Berührungspunkte hat. Da lässt sich dann ja ganz wunderbar vortrefflich
sich negativ drüber äußern. Und man muss dann ja auch gar nicht reflektieren, was das mit diesen Personen machen könnte, wenn die das mitkriegten, weil man kennt da ja gar keinen von. Und dann kann man wunderbar dagegen sein. Und das finde ich immer sehr, 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 sehr schwierig und sehr, sehr eng auch gedacht. Aber es ist eben so, das ist erstmal das Weltbild und es würde so ein Gespräch auf, ich bleibe mal bei dem Klassiker der Familienfeier, ja niemals ausreichen, diesenjenigen irgendwie von der eigenen Meinung zu überzeugen und umzustimmen. Das haut nicht hin. So, das geht nur mit viel Geduld und viel Zeit und regelmäßigem Austausch und eben der Idee, den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern. Also dieser Person, die vielleicht so irrsinnige Dinge in die Welt hinaus schallmeit. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, rauskommen. Allein aus eigener Erfahrung, wenn man wirklich mal... Ich war 2018 für eine Woche in New York. Und wir wollten dann nur einmal kurz durch den Washington Square Park durchlaufen. Und dann war da auch noch irgendwie eine Serienproduktion gerade oder so rund um diesen Brunnen, der im Washington Square Park steht in New York City. Und achso, ich drücke die einfach ganz nach oben. Ja gut, das ist entspannt. Gut. Und dann liefen da unglaublich viele putzige Eichhörnchen rum und die sind anders als hier auch ein bisschen zutraulicher. Und dann haben wir einen kurzen Moment mit den Eichhörnchen zu tun gehabt und dann saßen da zwei ältere Herren auf einer Bank und dann kam man ins Gespräch und aus wir gehen mal kurz in den Washington Square Park gucken, wurden dann so entspannte 3 Stündchen, munterer Dialog und das war cool. Und die haben natürlich eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Hier habe ich doch schon wieder Mist gemacht. Stefan, du hast doch schon wieder... Das kann doch nicht funktionieren. Überleg doch mal. Physik und so. So, da haben wir doch alle mehr davon, wenn das so aussieht. Richtig? Richtig. Und natürlich sehen die aus einer... Also zwei New Yorker Urgesteine. Amerikaner durch und durch. Und natürlich sehen die Dinge anders. Wenn man dann mit solchen Menschen zum Beispiel anfängt, über das Waffenrecht zu diskutieren aus der deutschen Sicht, da prallt natürlich dann die amerikanische Sicht auf diese Ideen. Und da findest du keinen Konsens. Weil das Thema bei uns auch einfach emotional aufgeladen ist und die gehen da deutlich tiefenentspannter mit um. Was ich persönlich sehr befremdlich finde, weil wir reden hier über Schusswaffen, das sind Geräte, die Menschen umbringen. Jetzt gibt es wieder Leute, die bei mir in die Kommentare schreiben werden, nicht die Waffe bringen die Leute um, sondern Leute bringen die Leute um. Ja, aber du gibst denen das Werkzeug, du Vogel. Das Ding ist schon ziemlich simpel, damit jemanden wegzumachen. Ich finde es nicht cool. Ich bin für sehr scharfe Waffengesetze, ich gebe das offen zu. Und trotzdem hat man sich gut verstanden. Das fand ich so cool, dass in so einer Situation wir trotzdem so eine gute Zeit hatten, dass beide Fraktionen der Meinung waren, oh, ein Stündchen geht noch. Wir sind noch nicht fertig, wir haben da noch Sachen, über die wir quatschen können. Und das tut gut. Und dann verstehst du vielleicht auch die Sichtweise des Amerikaners besser, der dir sagt, ja, ich muss Haus und Hof schützen und dafür habe ich die Wumme. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße, aber zumindest dann so mal die persönliche Sicht von jemandem, der das lebt, mitzubekommen, erdet dich ein Stück weit und du bist dann vielleicht, wenn es einfach nur darum geht, in dem nächsten Gespräch über das Thema einen Hauch weniger aggressiv vorzugehen und nicht jeden sofort als Vollidioten zu bezeichnen, der sagt, ja, Waffen zu Hause ist auf jeden Fall eine gute Idee. Nochmal, ich finde, das ist definitiv keine gute Idee, Waffen zu Hause zu haben. Aber ich komme jetzt nur aufgrund der Tatsache, dass ich solche Gespräche geführt habe, deutlich besser damit klar, wenn jemand diese Meinung vertritt und kann dann deutlich entspannter bleiben, weil ich einfach gelernt habe, okay, man muss kein Idiot sein, um dieser Ansicht zu sein. Das geht auch anders. Und darum bleibe ich dabei, rausgehen, Erfahrungen sammeln, die Welt sehen. Und ich würde mir halt wünschen, dass mein guter alter Freund von damals, mit dem ich jetzt gefühlt kein vernünftiges Gespräch mehr führen kann, weil er halt in diesen wirklich absurden Kaninchenbau eingetaucht ist, dass ihn jemand bei der Hand nehme und sage, komm, wir gehen mal raus, wir gucken uns mal ein bisschen die Welt an. Und ich weiß, dass das nicht gehen wird. Das ist so schade. Allein schon aus wirtschaftlicher Sicht, aus finanzieller Sicht wird das nicht gehen. Und das ist super, 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 super traurig.
Das stimmt mich auch sehr, sehr traurig, einfach weil ich diese Person war sehr viele Jahre meines Lebens einfach ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt auch. Ne? Ich meine, ihr kennt das selber, wenn man einen wirklichen Freund in der Kindheit hatte, mit dem man alles unternommen hat, das ist eine Person, die hinterlässt ihre Spuren in irgendeiner Form. Und da dann von außen mit anzuschauen, wie es immer weiter bergab geht, tut weh. Das ist halt so. Ich weiß halt, dass diese Person diese Videos nicht schauen wird. Von daher kann ich das auch ganz, ganz entspannt offen sagen, ohne jetzt befürchten zu müssen, dass irgendwelche Verschwörungstheoretiker vor meiner Haustür jetzt irgendwie eine Demo fahren und mich anschreien, ich schlafscharf sollte aufwachen. Kann sich nicht ausdenken. Aber das ist halt so ein Punkt, da muss ich halt mit leben, so geht nicht. Ich kann es mir auch nicht leisten, ihn durch die Weltgeschichte zu karren, um ihm zu erklären, dass die Welt vielleicht ein bisschen komplizierter ist, als er sich das ausmalt, aus seiner Perspektive. Aber das Ding ist, ich weiß auch, er ist im Kern kein Idiot. Ich kann ihm nicht vorwerfen, du bist, weiß ich nicht, ich versuche, du bist dumm in irgendeiner Form. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, nicht, dass YouTube hier sagt, nee, wenn du dich der Sprache bedienst, können wir dich leider nicht supporten. Das ist mal so ein bisschen schwierig. Aber sehe ich auch ein, liebes YouTube. Also von daher wähle ich meine Worte einigermaßen bewusst. So. Der ist nicht doof, der war noch nie doof. Ich meine, wir haben viel Zeit miteinander verbracht und hätte ich ihn doof gefunden, hätte ich keine Zeit mit ihm verbracht. Weil wofür, das nützt mir ja nichts. Das ist ja, man will ja eine gute Zeit haben und nicht die ganze Zeit denken, was ist das denn für ein Dulli? Und das ist schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Und dabei wäre die Lösung so einfach, wenn da jemand wäre, der sich das leisten könnte. Blöd. Und dem angeschlossen könnte ich irgendwann mal ein Video drehen darüber, wie ich Kapitalismus finde, aber das machen wir besser mal nicht, weil da bin ich dann wieder nicht tief genug im Thema, argumentativ kann ich dann auch nicht mithalten und dann geht mir schnell die Puste aus und das ist dann, und dann könntet ihr mich in den Kommentaren mal so richtig auseinandernehmen. Was ihr netterweise nicht macht, habe ich an der Stelle eigentlich schon mal Danke gesagt, ich glaube schon ein paar Mal, aber ich kann es immer wieder nur betonen, ich finde es toll, wie ihr euch in meiner Kommentarsektion verhaltet, das ist unfassbar. Das macht richtig, richtig, richtig Spaß. Ich bin schon an manchen Tagen an dem Punkt, wo ich denke, ich drehe dieses Video eigentlich nur, weil ich mich wieder auf die lieben, netten und lustigen Kommentare freue. Manchmal seid ihr auch echt kreativ. Das finde ich auch super geil. Also, danke dafür. Nochmal. Einfach so. Weil ich es kann. Danke dafür. Ich gehe jetzt hier übrigens, passend zum Thema Dragster, auf die Zielgerade. Da ist nicht mehr viel zu tun. Ich habe noch zwei ganze 2x2 Fliesen zu bekleben. Und noch Räder aufzuziehen oder Reifen aufzuziehen. Und dann war's das. Krass, oder? Ich bin auch schwer verdutzt, dass das jetzt doch gefühlt zumindest recht locker von der Hand ging. Ich mag mich irren. Jetzt habe ich natürlich die Fliese falsch rumbeklebt. Jetzt guckt doch ein Anguspunkt nach oben. Ein Konzentrationsfehler auf die letzten paar Meter. Mist. Na gut. Ist dann halt auch noch so. Ist der Spoiler halt auf einer Seite hässlich. Ich kann es nicht ändern. Ja, Auto. Ist ein Gebrauchsgegenstand. Ist eh nie perfekt. Was soll ich sagen? Passt schon. Okay. Das dicke Ding wird da dran festgemacht. Okay. Und die Dinger? Was passiert denn damit? Ich habe hier irgendwas übersehen, glaube ich. Ich muss doch diese Schläuche. Oh. Okay. Ihr sagt auch nichts. Ich habe glatt vergessen, hier hinten diese, wie auch immer die Teile heißen, keine Ahnung, festzumachen, um diese Schläuche dann zu fixieren. Die flogen bei mir hier einfach nur wild durch die Gegend und das. Das ist natürlich Quatsch. Ich weiß auch gar nicht, wofür diese Schläuche da sind. Werden wohl irgendwas kühlen oder belüften. Ich habe keine Ahnung von Autos. Also von daher nichts Überraschendes. Oh, da kommt noch ein gelbes Rundnupsi inverted drunter. Okay. Und dann haben wir Räder. Und das war's. Witzig, der hat vorne so eine Fahrradbereifung. Okay. Okay. Ich
Ich finde den, um das schon mal zu spoilern, was jetzt gleich im Fazit passieren wird, ich finde den um Welten cooler, als ich vermutet hätte. Der macht echt was her. Ich mag es, positiv überrascht zu werden. Ich sollte mir das alles aufheben fürs Fazit. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich bin mit meinem Thema, glaube ich, durch. Ach so, abschließend, ne? Geht mal raus. Rausgehen lohnt sich. Andere Leute kennenlernen lohnt sich. Klar kann das sein, dass das nicht immer Spaß macht, aber wenn man Glück hat, funktioniert das ganz gut. Hier muss ich jetzt einen Schnitt setzen. Meine Klingel hat geklingelt. Da bin ich wieder. Das passiert mal durchaus bei einem längeren Aufbauvideo, dass es an der Tür klingelt, weil DHL irgendwas überbringt. Und ich dachte, diesen Teil schneide ich mal eben raus. Ich bin sonst eher Freund der ungeschnittenen Produktion, aber das ging jetzt leider nicht anders. Aber wir sind ja auch fast fertig und eine kurze Unterbrechung. Das ist halt eben so. Das sind so Momente, wo man sich Assistenz wünscht. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ich bin so ein bisschen irritiert, dass hier noch Teile übrig sind, die eigentlich nicht übrig sein dürften, wenn wir an einem Punkt sind, wo die Räder drankommen. Aber vielleicht passiert ja noch was. Und was ich gerade schon festgestellt habe, der Gerät ist definitiv zu lang, um es über meine Zweitkamera komplett zeigen zu können. Und in der Tat habe ich jetzt hier ein Thema. Hier stimmt was nicht. Ach so, weil ich geschlafen habe. Ich habe etwas komplett... Da kam ein zweimal, richtig? Ja, tschüss. Da kommt ein zweimal. Das habe ich ehrlich gesagt einfach nicht bedacht oder nicht gesehen, dass ich diese Gestänge hier doppelt unterbringen muss. Kommt in den besten Familien vor. So. Und da am Ende dann nochmal zwei von diesen Greifärmchen. Und dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwo eine Stange. Keine Ahnung. Falsch rum. So, aber dann haben wir es gleich. Versprochen. Ihr könnt mir ja gerne, ich bin gespannt auf eure Kommentare dieses Mal. Ich habe nicht so wahnsinnig viel gefragt, ich weiß. Und ist auch nicht das einfachste Thema. Auch für mich nicht, weil es natürlich auch ein Stück weit emotional aufgeladen ist, klar. Aber man auch generell einfach riskiert, Menschen vor den Kopf zu stoßen, wenn man das irgendwie wertet und so. Und macht euch keinen Kopf. Ich wollte jetzt in keinster Weise euer Weltbild irgendwie ankratzen. Aber vielleicht, also ich finde immer, es tut gut zu hinterfragen, ob das, was man denkt, was so die Wahrheit ist, ob das auch wirklich Wahrheit ist. Wobei Wahrheit ja sowieso ein sehr schwieriges Konstrukt sein kann. Wusste ich es doch. Da fehlt die Stange. So ergibt das auch mehr Sinn, plötzlich. Wer hätte es gedacht? Entschuldigt, nein, so ist gut. Du solltest nicht runter. Und dann mache ich dich da nämlich noch dran fest und jawoll ja! Jetzt sitzt auch der Spoiler und wir haben alles untergebracht. Ey, das Ding ist schon cool. Das Ding ist schon cool. Ich freue mich auf den zweiten Teil mit dem anderen Fahrzeug, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass das Ding hier dem anderen den Rang abläuft. Man weiß es nicht. Wobei, jetzt wo man ihn in der Hand hat, es ist halt ein Stock. Ich weiß es doch auch nicht. Er ist ein Ungetüm. So, achso, nee, wir fangen mit der Figur wie immer an. Die stelle ich erstmal hier so einigermaßen hin. Und ja, das passt schon. So, ich weiß auch beim besten Willen nicht, warum da Mopar auf dem Karton steht. Da sollte ich mich vielleicht auch vorher mal informiert haben, aber ich weiß es nicht. Das ist der SRT Dragster, Top Fuel Dragster. Mopar Dodge SRT Top Fuel Dragster. Ja, wird schon stimmen. Lego 76904, hier der erste Teil dieses Speed Champions Doppelpacks, was insgesamt mit 627 Teilen für eine UVP von 60 € daherkam. Seit Dezember 2022, wie gesagt, End of Life erreicht, aber immer noch günstiger am Markt zu bekommen, wenn man ein bisschen die Augen offen hält. Und das war jetzt Teil 1, das heißt, ich habe den SRT Top Fuel Dragster zusammengebaut, keine Ahnung, ob der so richtig heißt. Und hier steht die Fahrerin.
eine bezaubernde Minifigur. Das war direkt mein erstes Highlight beim Aufbauen, weil sie hat einen Beinprint. Das ist nicht zwingend Standard, auch nicht bei Speed Champions. Sie hat einen Beinprint und noch cooler, sie hat eine Frisur zusätzlich zu dem Helm. Und das mag ich. Die kann also auch privat unterwegs sein. Richtig, richtig, richtig coole Nummer. Die Figur ist exklusiv in diesem Set mit dem Dodge-Logo drauf, vorne sowie auch hinten. Da ist jetzt ihre Frisur drüber. Es steht Dodge hinten auf der Figur. Ihr könnt euch das vorstellen. Ich finde die klasse. Und ich finde es auch schön, dass sie eine Fahrerin genommen haben. Ich finde das komisch, wenn es immer Männer sind, die dicken Dinger fahren müssen. Und hier, ich denke mal, beim Dragster wird es auch eine Frauenklasse geben. Von daher, cool, oder? Was heißt Frauenklasse? Fahrerinnen einfach. Ist mir egal. Wir müssen das wegen mir nicht geschlechtlich unterteilen. Ich nehme die trotzdem erstmal aus der Gleichung. Wir kommen nämlich zum Fahrzeug. Achso, was euch aufgefallen sein sollte, bei der Figur ist kein Werkzeugschlüssel dabei. Weil hier sind keine Felgen zu wechseln. Also hat man auch den Werkzeugschlüssel weggelassen. Ist komisch. Fühlt sich ein bisschen falsch an, wenn wir einen Speed Champion ohne Werkzeugschlüssel bei der Figur haben. Aber wäre hier einfach nicht notwendig und von daher haben sie den weggespart. Passt schon. Heißt auch, sie muss nichts reparieren. Sie hat eine Werkstatt für solche Probleme. Und hier ist er nun. Das mit Abstand unförmigste, bizarrste Klemmbausteinfahrzeug, was ich je gebaut habe. Also das Ding ist primär lang. Das war es dann erstmal mit Kernfeatures, was zumindest auf den ersten Blick auffällt. Also ich meine, das Ding ist dünn und lang. Mehr nicht. Und eigentlich wollte ich dieses Doppelset nicht haben, weil ich echt Angst davor hatte, dass ich dieses Ding einfach fürchterlich unnötig finde. Und jetzt, wo ich ihn in der Hand habe, denke ich auch schon wieder, ich finde ihn unglaublich unnötig. Aber der Aufbau hat Spaß gemacht. Ich finde es richtig cool, dass der überall verfließt ist. Also auch unten keine offenen Stellen. Und der macht mir Spaß und mir macht die Optik witzigerweise jetzt auch Spaß. Obwohl er hier vorne diese Fahrradbereifung hat, finde ich, der macht nicht gut auf dem Tisch in diesem Fall. Der macht einen guten Eindruck. Und ich, also spätestens wenn ihr Fan von solchen Autos seid, ist das definitiv, glaube ich, Pflicht. Also ich persönlich, der dachte, dass das hier eine ziemliche Graupe wird, ist ein bisschen angetan von dem Teil. Das ist eine komische Nummer, die ich hier gerade selber erlebe über mich, weil ich wirklich gedacht hätte, okay, der ist Grütze. Und jetzt sitze ich davor und denke, nee, ist er nicht. Meine Schwierigkeit ist natürlich, ich muss den irgendwo unterbringen können und die Form ist jetzt halt unpraktisch. Der ist wirklich lang. Lang. Aber er ist schon cool. Er ist natürlich Sticker verseucht ohne Ende. Also was heißt verseucht? Es sind viele Aufkleber drauf. Wenn ihr sowas nicht mögt, ist das definitiv nicht euer Auto. Das ist der passende oder der zugehörige Stickerbogen zu dem Fahrzeug. Da geht was. Allein schon, weil die Schnauze, keine Ahnung, der lange Teil hier vorne halt von drei Seiten beklebt wird mit Dodge-Logo und mit den Applikationen hier. Und dann zieht sich das hier weiter mit diesem, mit dieser Biene oder was, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ja, das sind Honigwaben. Ja, genau, ist ein Bienendesign. So, der 1320 hier ist Biene. Und, ah ja, Mopar steht hier hinten auf dem Motor. Okay, ich stelle langsam fest, da ist ein Konzept dahinter eventuell. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich hier nicht vertan habe, was das Setzen... Nee, soll wirklich so sein. Ich habe hier irgendwo einen kleinen Fehler gemacht, glaube ich, beim Zusammensetzen. Aber ist egal. Wir kommen drauf klar, das gucke ich mir im Nachhinein an. Irgendwas stimmt hier nicht hundertprozentig. Ist Wumms. Cool. Cool, 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 cool. Und wisst ihr, womit ihr mich am meisten abholt? Ich muss hier kein Dach abnehmen, um die Fahrerin Platz nehmen zu lassen. Ich kann das Cockpit tiefenentspannt aufklappen. Und das hier ist ein Print. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Diese Bienenwaben hier oben auf dem Dach. Das ist ein Print. Danke, Lego. Ich musste nicht die Fensterscheibe bekleben. Das ist super. Das klappen wir auf und dann kann sie Platz nehmen. Und ich bin gespannt, ob sie auch mit Frisur Platz nehmen kann, weil eigentlich bleibt sie bei mir im privaten Look. Ne, da geht das Dach nicht mehr zu. Okay, das heißt, wir geben ihr jetzt einfach mal das Helmchen. Das ist auch fair. Also so eine Karre fährst du besser mit Helm. Das ist absolut legitim, das so zu handhaben. Und dann geht auch das Dach zu. Also doch, Haare runter, Helm auf und dann klappt es. Ich winde mich gerade noch in dem Anblick, weil ich bin wirklich hin und her gerissen. Es ist ein dünner, langer Stock und gleichzeitig ist es ein ziemlich cooles Stück Klemmbausteinkunst, wenn ihr mich fragt. Ich finde den tatsächlich ziemlich cool. Also natürlich passiert das meiste hier in diesem Bereich.
logischerweise, wo wir dann den Motoraufbau haben und den Heckspoiler, wo ich dann noch was vergessen hatte und so. Also das ist der Teil, der Speed Champions typisch auch durch die Bautechnik ein bisschen spannender ist. Hier kann man sich vorstellen, passiert nicht so wahnsinnig viel. Ich kann mal so eine Fliese abnehmen, dann habt ihr wahrscheinlich auch eine ungefähre Vorstellung, was da passiert. Also wir haben hier, mehrere Fliesen. Wir haben hier Plates. Puristen werden jetzt Kakao schreien, weil es bunt wird von innen. Ist mir egal, ich bin da schmerzbefreit. Aber da sitzen halt Brick Modified mit Noppen nach außen jeweils versetzt aneinander. Da werden dann Plates gegengedrückt und am Ende kommen dann die Fliesen da drauf. Sorgt aber dafür, dass das Ganze auch ziemlich robust ist. Also das ist jetzt nichts, wo wir mal eben hingehen und das Ding komplett auseinanderbrechen. Es sei denn, wir geben wirklich jetzt Gas mit Kraft und so. Aber ich sag mal, selbst in einem Kinderzimmer wird das Ding wahrscheinlich eine ziemlich gute Figur machen. Und nicht sofort auseinanderfallen, was ja durchaus hätte sein können, wenn man das so handhabt, wie das hier gehandhabt wurde. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nicht hundertprozentig weiß, ach so, doch, genau, da ist ja so ein krummer, das ist wie so ein Slope in lang, das wird angeschrägt, weil hier, das kann man dann auch klappen, aber ganz ehrlich, das macht kein Mensch, der wird vorne eingehakt und dann war es das. Ich finde den gut. Ich weiß gar nicht, was ich großartig erzählen soll. Ich finde den einfach erschreckend viel besser, als ich vom Verpackungsdesign und von den Produktfotos her vermutet hätte. Und jetzt bin ich gespannt, ob das andere Fahrzeug sich mindestens genauso gut schlägt oder ob ich da wieder den Eindruck habe, ja, Standard Speed Champion. Aber das ist mal außergewöhnlich. Ich finde den scharf. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und sowas mag ich. Das zeigt mir gleich zwei Dinge. Also erstens mag ich das, wenn mich ein Set überrascht. Das finde ich gut. Weil es gibt Sets, die hatte ich schon ein paar Mal, wo ich dann von der Verpackung her dachte, ja, ist nett. Und dann hast du es aufgebaut und fandest es richtig cool. Es gab auch schon Sets, wo ich von der Verpackung her dachte, boah, cool. Und dann habe ich sie aufgebaut und dachte, ist ein bisschen langweilig. So, das hier gehört definitiv in die Kategorie positiv überrascht. Und es zeigt mir auch immer wieder, dass es so viel wertvoller ist, selber mal ein Set in die Hand zu nehmen, als sich nur auf das zu verlassen, was entweder andere mir erzählen oder eben vom Produktfoto oder von einem Blog oder was auch immer drauf zu schließen, wie sich das Set für mich denn anfühlen könnte. Weil das hier zeigt mir ganz klar, Stefan, du weißt nicht alles. Also wie gesagt, die Verpackung. Und jetzt steht er hier und ich denke, ist schon ein kleines Statement. Ich finde den gut. Es tut mir auch leid, weiter geht meine Expertise zu dem Gerät nicht. Er liegt halt flach auf dem Tisch, ist klar. Ich weiß noch nicht, wie glücklich ich mit den Fahrradrädern vorne bin oder ob man da nicht hätte andere Reifen benutzen können, weil die wirken schon sehr dünn. Jetzt kenne ich diese Fahrzeuge in Natura aber auch nicht. Ich bin jetzt kein Kfz-Mensch und das heißt, ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob die vielleicht genauso oder doch ein bisschen anders aussehen könnten in Natura. Keine Ahnung, ist mir auch gerade völlig schnuppe. Ich finde es cool. Ich bin happy. Wie seht ihr das? Habt ihr das Ding und findet ihn großartig? Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr ihn nicht und findet ihn doof, so wie ich vorher? Schreibt es gerne in die Kommentare. Oder welche Konstellation euch auch immer da einfällt. Ganz wunderbar. Ich werde den hier verlinken, denn wie gesagt, ich habe den für Amazon gefunden für 46 Euro. Das heißt nicht, dass wenn ihr euch das Video jetzt angeguckt habt und dann auf den Link geht, dass das immer noch so sein muss. Weil das ist ein Marketplace-Link und die Verfügbarkeit ist wahrscheinlich auch nicht so hoch. Aber ich werde es einfach mal tun. Und wenn ihr den Link benutzt, um dann irgendwas bei Amazon einzukaufen, muss nicht zwingend dieses Set sein. Dann zahlt ihr nichts mehr, aber es kommen ein paar Cent zu mir zurück in Form einer kleinen Provision, wer diesen Kanal auf dem Weg unterstützen möchte. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ansonsten Hoodies, Tassen, T-Shirts und so weiter im Shop. Auch der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt auch gerne mal auf dem Discord-Server vorbei, den wir ins Leben gerufen haben. Auch der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ganz wundervolle Leute unterwegs. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und Abo und Glocke nicht vergessen, sofern nicht passiert. Hier geht es regelmäßig weiter und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.